Hallo und willkommen bei How to Buddies. In diesem Video geht's um das Unterdrücken der eigenen Rufnummer beim Motorola Moto G84. Immer ein strittiges Thema, weil ihr kennt das selbst, ihr mögt keine Anrufe, die anonym sind. Die mag wahrscheinlich keiner und viele werden sie auch wahrscheinlich heutzutage schon blockieren. Im nächsten Tutorial zeigen wir euch auch, wie ihr so eine anonyme Nummer blockieren könnt. Ist einfach eine unbeliebte Geschichte und ich weiß auch nicht, warum man da unbedingt Gebrauch von machen muss, dass man seine eigene Nummer unterdrückt. Aber vielleicht gibt es ja mal den angenehmen Fall, dass ihr jemanden zum Geburtstag gratulieren wollt und gar nicht möchtet, dass der vorab schon sieht, wer da anruft. Wenn ihr euch vielleicht lange nicht gehört habt, dann ist das ja tatsächlich eine angenehme Überraschung wahrscheinlich, wenn er dann abnimmt, beziehungsweise wenn er euch überhaupt durchlässt und euch nicht blockiert hat, weil ihr eben anonym anruft. Wie ihr das einstellen könnt, wenn ihr es denn doch mal probieren wollt, dann guckt euch das jetzt hier an. Wir müssen einmal hier unten auf unsere Telefon-App klicken, also gar nicht mal in die Einstellungen gehen, sondern hier auf die Telefonhörer, auf die App. Und in der App habt ihr dann hier oben diese drei Punkte, dieses Burger-Menü, wie man ja so sagt. Und dann klappt ihr das einmal auf und könnt dann hier auf Einstellungen klicken. So, und in den Einstellungen, also das ist ganz schön weit versteckt, das sage ich schon mal dazu, habt ihr den Bereich Anrufkonten. Ihr seht hier schon blockierte Nummern, also diesen Bereich finden wir ganz schnell, aber das mit dem Thema eigene Rufnummer unterdrücken, das ist sicher nicht umsonst so weit nach hinten geschoben. Anrufkonten müsst ihr klicken und dann habt ihr hier im Falle, dass ihr auch nur eine SIM-Karte nutzt, wie wir, die eine hier aufgelistet. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr zwei SIM-Karten nutzt, dass dann eben die zweite auch direkt darunter steht. Ansonsten schreibt es gerne in die Kommentare, wenn das falsch ist, dass das korrigiert wird. Das kann ich jetzt gerade nicht simulieren, weil ich nur eine SIM-Karte habe. Auf jeden Fall klickt ihr dann auf die entsprechende SIM-Karte und ihr findet dann immer noch nichts zum Thema eigene Rufnummer unterdrücken. Ihr müsst dann erst auf zusätzliche Einstellungen gehen und dann habt ihr hier oben den Bereich Anrufer-ID. Zur Anzeige der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen Standardeinstellungen des Netzbetreibers verwenden, steht da drunter als Info. Das ist das, was wir auch sehen, wenn wir da drauf tippen. Netzwerk Standardeinstellung, das ist aktiviert. Das ist, glaube ich, wechselseitig so eingestellt und beziehungsweise hängt das auch mit der SIM-Karte zusammen, die ihr nutzt, und dann können wir jetzt sagen Rufnummer unterdrücken oder auch Rufnummer dauerhaft anzeigen, dann übergeht das praktisch die Netzwerkstandardeinstellungen. Ich sage jetzt mal Rufnummer unterdrücken, so, und jetzt steht hier oben auch Nummer bei abgehenden Anrufen unterdrückt. Ihr seht also hier vorher schon diese Info, ihr seht ja, wenn ihr da drauf drückt, ist im Prinzip das gleiche, aber ihr habt dann eben hier vorab schon die Info, was Phase ist, und jetzt könnt ihr euren nächsten Anruf eben mit unterdrückter Nummer tätigen. Dann habt ihr eben, ja, wie gesagt, eventuell das Problem, dass ihr gar nicht durchkommt, wenn ihr permanenten Besetzzeichen bekommt oder an eine Mobilbox weitergeleitet werdet oder so, dann ist das schon das erste Indiz dafür, dass derjenige, den ihr da anruft oder diejenige eben die anonymen Anrufe blockiert hat. Dann solltet ihr eventuell nach vielleicht 10, 20 Versuchen das dann doch ändern, wenn ihr ihn unbedingt bis dahin eigentlich mit unterdrückter Nummer erreichen wolltet, weil dann macht es ganz den Anschein, dass das eben so eingestellt ist, ihr blockiert werdet. Wenn ihr das wieder rückgängig machen wollt, nochmal schnell der Weg, einmal hier Telefon-App. Zack, ihr solltet übrigens dran denken, dass ihr das wieder rückgängig macht. Wenn ihr nämlich die nächsten Anrufe tätigt, würdet ihr immer wieder mit unterdrückter Nummer anrufen. Dann wird wahrscheinlich keiner mehr abnehmen, wenn ihr da anruft. Dann sollte euch das spätestens dann mal einfallen. Also denkt da dran. So, Einstellungen und dann Anrufkonten, entsprechende SIM-Karte. Zack, zusätzliche Einstellungen, Anrufer-ID, und ich stelle das jetzt wieder zurück auf Netzwerk-Standardeinstellungen und erledigt. Jetzt rufe ich wieder ganz normal so an, dass meine Nummer auch auf Telefon angezeigt wird, sofern mein Kontakt, den man eventuell eingespeichert hat, nicht blockiert wurde. Das hoffe ich mal nicht. So, das war's zu dem Thema. Im nächsten Tutorial, wie gesagt, geht es um das Blockieren von anonymen Anrufen. Seid mit diesem Punkt etwas vorsichtig hier, denn es gibt eben auch Leute, die anonyme Rufnummern nicht blockiert haben, aber wenn die sehen, anonym ruft an, die dann euch einen Streich spielen wiederum und zum Beispiel euch mit einer Trillerpfeife ordentlich in die ins Mikro pusten, dass ihr einen Gehörsturz kriegt, so ungefähr. Also da gibt es auch Leute, die da ganz schön aggressiv drauf reagieren. Deswegen, wie gesagt, seid da ein bisschen vorsichtig. Es macht ja auch keinen Sinn eigentlich, warum sollte man seine eigene Rufnummer unterdrücken, wenn man sowieso jemanden erreichen möchte und mit ihm sprechen möchte. Dann weiß er sowieso, wer man ist. Also, bis dahin, sage ich mal, Daumen hoch, Kanal abonnieren und Glocke drücken, und dann kriegt ihr auch immer mit, wenn wir neue Tutorials posten. Hier geht es, wie gesagt, weiter beim Thema anonyme Anrufe blockieren. Bis dahin und tschüss!